Ja, hallo Freunde und ganz, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Let's Show. Und heute geht es um ein eher informatives Thema, nämlich um die Frage, soll man sein Game Package eintauschen oder umtauschen oder nicht? Das läuft aktuell so ein bisschen unterm Radar und ich will mal darauf aufmerksam machen, dass diese Möglichkeit aktuell da ist und tatsächlich gar nicht mal so blöd ist, und mit euch so ein bisschen sprechen über die Vor- und Nachteile des Ganzen. Also lasst gerne ein Abo für mich da, wenn ihr euch für Star-Citizen-Themen interessiert. Und ja, warum sollte man es tun? Oder was ist der Grund für dieses Video eigentlich? Mit der Alpha 3.17.2 hat CRG etwas sehr, sehr Wichtiges getan. Sie haben nämlich bei der Mustang Alpha etwas verändert, nämlich die Cargo-Box hinten. Das war der Grund, oder das Fehlen dieser Cargo-Box war bisher immer der Grund, warum man bei den Game-Packages, auch ich habe das die letzten 4 Jahre lang gemacht, immer davon abgeraten hat, das Mustang-Alpha-Package zu nehmen. Ihr seht es nochmal ganz kurz in der Übersicht. Wir haben ja normalerweise immer das Aurora-Package empfohlen, mit oder ohne Squadron 42, ne? Also diese beiden hier. Obwohl es ja noch das Mustang-Alpha-Package gibt, was, wie ihr seht, exakt den gleichen Preis hat, auch in der Squadron 42-Kombo. Und der Grund ist eben der gewesen, die Mustang-Alpha hat erstens mal kein Bett, ne? Und sie hat aber vor allem das Problem gehabt, dass sie keine Transportmission mit sich hat machen lassen. Das heißt, man konnte kein Päckchen mitnehmen, man konnte auch keine Spieler mitnehmen oder sonst irgendwas in der Richtung tun. Und mit Alpha 3.17.2 hat aber CRG die Cargo-Box endlich eingebaut. Das heißt, wir können also hinten diesen Frachtraum öffnen und haben dort so eine lange Röhre, die man auch öffnen kann, mit 4 SCU Platz, was da reinpasst. Und dort kann man nun also auch, ja, theoretisch Personen reinpacken, aber eben auch diese Questpäckchen und alles, was man eben so mit sich rumtransportiert. Und das katapultiert die Mustang Alpha zu einem absoluten Top-Einsteigerschiff, jetzt in diesem Patch und auch für die Zukunft. Das bedeutet, dass die Aussage, die wir in den letzten 4 Jahren gemacht haben, zum Thema, welches Game Package soll man sich holen, Aurora oder ein anderes, nun sich ändert. Das heißt, alle, die ein Aurora MR Game Package zu diesem Preis hier gekauft haben, ne, oder auch in Euro, können wir mal ganz kurz hier umschalten, das ist ja im Grunde genommen egal, die könnten sich jetzt überlegen, dieses zu tauschen. Und das will ich euch zeigen, und dann gehe ich noch ein bisschen auf die Vor- und Nachteile drauf ein, was das Ganze haben könnte. Ich bin jetzt hier aktuell eingeloggt mit meinem Zweit-Account, auf dem ich auch das Let's Play mache, was übrigens ab morgen weitergeht. Und ja, da habe ich hier unten mein Game Package, ich habe irgendwelchen kostenlosen Kram. Und hier ist das Game Package. Ja, so sieht es auch bei euch aus. Und was ihr im Prinzip kontrollieren müsst, ist folgendes. Was ist dieses Game Package beim Einschmelzen wert? Wenn man hier also drauf drückt auf Exchange, dann, das ist übrigens neu, kommt hier so eine Übersicht mit irgendwelchen Punkten, die man noch anklicken muss. Seht ihr hier einen Preis von 45 US-Dollar. Wann habe ich das Ding gekauft? 2020. Das heißt, ich bekomme 45 Dollar Store Credits. Ja, nicht aufs Konto, sondern auf den RSI-Account, wenn ich das jetzt mache. Und das ist ganz, ganz wichtig, denn das ist exakt der Betrag, den ihr braucht, um von diesem Geld das andere Game Package zu kaufen. Ja, weil wir haben hier im RSI-Store, ich gehe mal ganz kurz eins zurück, ja, andere Preise stehen, aber die sind ja mit Märchensteuer. Und wenn ihr mit Store Credits kauft, dann zahlt ihr keine Märchensteuer, denn die habt ihr schon mal gezahlt. Das heißt, wir müssen uns mal einen Taschenrechner nehmen und dann rechnen wir mal den Preis hier unten vom Mustang Alpha Package, also 53,55 durch 119, ne, mal 100. Und dann seht ihr, was ihr bezahlt, wenn ihr das jetzt mit Store Credits kauft. Das könnt ihr auch nachkontrollieren nochmal. Gar kein Problem. Und wenn das der Fall ist bei euch, und nur dann lohnt es sich auf jeden Fall, aus meiner Sicht jedenfalls, das Aurora-Package einzuschmelzen und sich von diesem Geld das Mustang-Alpha-Package zu kaufen. Ihr zahlt keinen Cent mehr und habt einfach ein anderes Schiff. Das gleiche gilt natürlich auch bei der Squadron 42-Combo, ebenfalls kein Problem. Wobei ich hier noch einen kleinen Hinweis geben will, wenn man sich ein Game-Package kauft, ohne Squadron 42-Combo, das heißt also das hier quasi ignoriert, dann bekommt ihr im Shop quasi dann am Ende im Einkaufswagen die Option, Squadron 42 noch extra dazu zu kaufen. Der Vorteil ist, ihr zahlt genau das gleiche, wie dann hier diese Combo kostet, aber ihr habt beides getrennt im Einkaufswagen. Und da ich das Let's Player sowieso jetzt ab morgen quasi wieder starte, will ich das Ganze einmal mit euch kurz durchgehen, dass ihr mal seht, wie das aussieht, und dann könnt ihr euch selber überlegen, ob ihr das machen wollt oder nicht. Bevor ich das mache,
Es gibt an der Sache zwei Nachteile. Nachteil Nummer eins, die Mustang Alpha hat kein Bett und wird auch niemals eins bekommen, soweit wir wissen. Das heißt, man kann sich in der Mustang Alpha auch niemals ausloggen. Das ist aber technisch gesehen nur ein kleiner Nachteil. Sie hat dafür jede Menge Vorteile, dazu komme ich gleich noch, die das wieder ausgleichen. Aber das ist nur wichtig zu wissen und das müsst ihr halt bei euch mit überlegen, ob das ja, für euch in Frage kommt oder nicht. Der zweite Nachteil ist, dass die Option, das Game Package zu giften, natürlich wegfällt. Weil wenn ihr jetzt euer normales, mit Echtgeld gekauftes Game Package einschmelzt und dann von dem eingeschmolzenem Geld was Neues holt, dann geht das nicht mehr zu giften. Das heißt, es ist an euren Account dann für immer gebunden und ihr kriegt es da auch nicht mehr raus. Das ist ebenfalls kein wirklich relevanter Nachteil, weil warum sollte man sein Game Package giften? Also einschmelzen geht weiterhin, ihr könnt das auch dann nachher, seht ihr dann gleich, easy einschmelzen, aber ihr könnt es halt nicht mehr einem Kumpel giften oder auch nicht mehr auf eBay verkaufen, theoretisch. Also das müsst ihr euch halt im Klaren sein. Ansonsten, das hier unten, das was hier drin steht, also das Startgeld, die Versicherung, der ja, Star Citizen Digital Download und auch der Selfland Hangar, ist beides dasselbe wie bei der Mustang Alpha. Zeige ich euch mal ganz kurz. Ja, habt ihr hier ebenfalls 1000 Startgeld, 3 Monate Versicherung, Self-Tank. Also es ist von den reinen Inhalten exakt das gleiche, es ist nur ein etwas anderes Schiff. So, und da ich das ganz gerne mal machen will, machen wir das Ganze auch mal. Das heißt, ich drücke jetzt hier drauf bei meinem Aurora MR Game Package. Und was ein bisschen verwirrend ist, sie sagen hier, some limited availability items included or contained within the exchange pledge are permanently relinquished. Das heißt also, irgendwelche Rabatte oder irgendwelche Specials, die ihr hier drin habt in dem Package, werden damit ebenfalls gelöscht. Das ist auch okay, denn es sind keine drin. Das ist nur wichtig, das zu wissen, also kontrolliert das nach, dass es bei euch so aussieht. Ein ganz normales Standard-Game-Package. So, können wir mitleben. Zweitens, if this pledge was made at a discounted price, the discounted price will be permanently relinquished on exchange. Das heißt, Rabatte, zum Beispiel ein Warborn-Package, haben ja einige von euch vielleicht, die gehen dabei verloren. Ne? Deswegen also wirklich auf den Preis gucken. Wenn ihr eine Warbond-Version habt von irgendeinem Game-Package, von einem Free-Fly-Event beispielsweise oder ähnliches, dann könnt ihr das hier nicht machen. Das ist wirklich wichtig. Oder dann solltet ihr es zumindest nicht tun, denn die Rabatte sind es nicht wert, dass man das Schiff wechselt. Ne? Das lohnt sich nicht. So, klicken wir beides an. Dann gebt mir unser Passwort noch ein. Drücken auf Submit. Und dann ist es auch schon erledigt. Ne? Viel mehr ist es nicht. Und wenn ihr jetzt in euren Account schaut, oben, dann habt ihr jetzt hier im Account $45, ich hoffe, das sieht man noch, ja, sieht man, $45 Guthaben. Und jetzt können wir in den Shop reingehen und können uns das Mustang Alpha Package kaufen. Der Preis ist uns hier oben erstmal egal. Wir drücken auf Add to Cart, gehen auf Checkout. So, und wenn wir jetzt im Einkaufswagen sind, können wir jetzt hier einfach unsere Store-Credits reinpacken, ne, die $45, drücken hier auf Confirm. Dann ist es drin und ihr seht, wir zahlen genau 0. Jetzt kann ich mich hier durchklicken. Ich blende euch mal die Adresse aus, weil die ist jetzt hier nicht wichtig für euch. So, klicken wir uns hier auch wieder durch, machen auf Agree und dann haben wir das Ganze auch schon gekauft. Ne? Und dann haben wir in unserem Hangar sofort das Package Mustang Alpha Starter Pack. Ne? Und jetzt ist hier auch dieser Gift-Button weg. Das heißt also, hier ist keine Möglichkeit mehr, das jetzt einem anderen Spieler zu schicken. Und wenn ich vorhin jetzt, was ich euch gezeigt habe, noch Squadron 42 mit reingenommen hätte, dann müsste ich halt das Squadron 42 nochmal extra bezahlen, ne, diese €23 oder $23, aber hat dann mit dem Game Package nichts zu tun. Also das, dieser Tausch ist völlig for free. Ja, und dann stellt sich jetzt noch die große Frage, welchen Sinn hat das Ganze, was bringt es euch, wenn ihr das Ganze jetzt einfach mal umtauscht? Also wie schon gesagt, diese Cargo-Box ist jetzt da, ihr habt also 4 SCU, das ist schon mal ein SCU mehr als die Aurora hat, die hat nämlich nur 3. Das ist allerdings kein wirklich relevanter Vorteil, das ist nur gut zu wissen, ist ganz nett, aber jetzt nicht wirklich wichtig. Wichtig ist, dass ihr eben wie gesagt Quest-Päckchen da reinpacken könnt, auch kein Problem, oder auch Spieler unten in diese Cargo-Box einladen könnt, wenn das nötig wäre. So, was viel wichtiger ist, sind die Stats des jeweiligen Schiffes. Wir haben jetzt hier mal die Aurora MR und wir rüsten jetzt mal diese Aurora MR gleich voll aus, sodass wir quasi das Maximum rausholen, was hier geht. Ihr seht, im Normalfall hat sie also 2 Waffenslots besetzt, ne? 2x Size 1 und sie hat noch 2 weitere Size 1 Slots, die verfügbar wären. Könnte man also auch nochmal einen Gimbal Mount zum Beispiel einbauen in beiden, ne? So einen Geschützturm, und dort bauen wir zum Beispiel auch mal den Bulldog Repeater ein. Wir rüsten beide Schiffe quasi genau gleich aus. Wo haben wir ihn denn hier? Den Bulldog Repeater? Ich sehe ihn gar nicht. Bulldog, Bulldog, Bulldog. Da ist er. Einmal und zweimal. Und dann kommen wir bei der Aurora MR auf 551 DPS.
Das ist das, was das Schiff quasi maximal schafft. Ich weiß, man kann auch andere Waffen einbauen, aber mit diesen Laser-Repeatern zumindest sind wir da jetzt beim Maximum angekommen. Wir haben außerdem zwei Size 1 Schildgeneratoren mit 1500 HP jeweils, also haben wir 3000 Schild insgesamt, wie ihr seht. Und was noch bei dem Schiff selber wichtig ist, sind natürlich auch noch die normalen Stats, ne? Pitch und Jean, also 52 und 52, das ist nochmal ganz entscheidend. Afterburner Speed haben wir 1212, das ist das schnellste, was das Schiff also schafft. Jetzt gehen wir mal auf die Mustang Alpha und gucken mal, was wir da machen können. Und da haben wir hier einen Nasengeschützturm mit Laserkanonen drauf, die beide Size 2 sind. Das heißt, die Mustang Alpha hat standardmäßig schon mal 554 DPS. Ich wechsle, das ist mal Fairness halberweise, auf die Laser Repeater. Das wären dann die Badger in dem Fall. Das ist eine Stufe größer als die Size 1. Dann wäre es hier Normalfall bei 420. Und wir können genauso wie bei der Aurora hier nochmal zwei, das heißt eins Gimbal mal uns dran packen und dort dann nochmal jeweils einen Bulldog Repeater dran schrauben und dann haben wir 561 DPS, ja, was wir hier insgesamt rauskriegen, also ein kleines bisschen mehr quasi als bei der Aurora. Schildgeneratoren sind auch beide Size 1, die könnt ihr austauschen, das spielt quasi keine Rolle, ne? Es sind dieselben Slots, die Powerplant ist auch alles Size 1. Und sie ist ein kleines bisschen langsamer beim Afterburner Speed als die Aurora, was aber gar nicht relevant ist, weil der Max Speed spielt eigentlich bei den Schiffen keine wirkliche Rolle. Was eine Rolle spielt ist, sie hat einen besseren Pitch und Jaw und sie kann auch besser sich drehen und ist dadurch also gerade im Dogfight bedeutend besser unterwegs als die Aurora. Und hinzu kommt auch noch, sie hat ein bisschen mehr HP, ne, mit 8400, was es hier im Kalkulator drin steht, gegenüber den 6200 der Aurora. Wobei auch das ist jetzt kein riesengroßes Ding. Es geht vor allem eben um die bessere Manövrierbarkeit der Mustang Alpha. Das werdet ihr auch merken, die ist ein richtiges Tier, was das Thema betrifft. Sie ist auch ein bisschen schneller, wenn es darum geht, zu bremsen oder Gas zu geben. Und sie sieht auch einfach vielleicht für viele nochmal einen ganzen Ticken hübscher aus. Was flöten geht, ist der Raketenschaden, nämlich 2200. Aber sind wir ehrlich, Raketen bei Size-1-Schiffen, gerade die Size-1-Raketen, das ist eigentlich ehrlicherweise egal. Es sind eh nur zwei Size-1-Raketen. Das kannst du eigentlich in der Pfeife rauchen. Das spielt wirklich momentan jedenfalls keine Rolle. Und wir reden ja nur vom momentanen Zustand des Spiels. Was vielleicht noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei der Entscheidung ist, ob man das machen sollte oder nicht. Die Aurora hat, weil sie ja begehbar ist, ein eigenes kleines Inventar. Das sind laut Aircool 0,65 SCU, also ein bisschen mehr als ein halbes SCU. Das entspricht also ungefähr 6 Rucksäcken, was ihr an Platz habt bei der Aurora MR. Das könnte für den einen oder anderen wichtig sein. Die Mustang Alpha hat das aktuell noch nicht, weil sie nicht begehbar ist. Aber die Mustang Alpha wird noch ein externes Inventar bekommen, so ähnlich wie wir es bei der Gladius auch haben. Und dann hat sich dieser Nachteil, quasi dieser kleine Nachteil, auch erledigt. Also im Endeffekt, ihr seht, die Schiffe sind sich jetzt wirklich ebenbürtig und man kann es mehr oder weniger relativ frei entscheiden, was man sich da holen will, spielt keine Rolle. Also auch alle, die jetzt in Zukunft sich ein Game Package kaufen, können auf jeden Fall sich durchaus das Mustang Alpha Package kaufen. Wie gesagt, ihr habt ein bisschen mehr Frachtraum, ein kleines bisschen mehr, ihr habt aber einfach ein schöneres Schiff, glaube ich, im Großen und Ganzen. Und es ist auch gerade im Dogfight, was in Star Citizen ja auch bei Einsteigerschiffen jetzt nicht so unwichtig ist, eine ganze Ecke besser. Und genau mit diesem Schiff werden wir auch dann ins Let's Play einsteigen ab morgen. Da könnt ihr euch darauf nochmal so ein eigenes Bild davon machen. Das ist alles auch keine irgendwie besondere Aktion, die irgendwann vorbei ist oder so. Also das könnt ihr quasi jederzeit machen. Solange ihr halt guckt, dass diese Preise, was ich euch vorhin gezeigt habe, passen. Und ihr könnt es auch jederzeit wieder zurückmachen. Also ihr könnt dann theoretisch diese Mustang Alpha, wenn ihr sagt, nee, die ist voll doof, habe ich mir viel besser vorgestellt, ist vollkommen egal, schmelzt ihr ein und kauft euch das Aurora-Package wieder. Das könnt ihr lieben langen Tag hin und her machen. Ich glaube, ihr habt 24 Stunden Cooldown beim Einschmelzen, bin ich mir gar nicht sicher. Muss ich mal ganz kurz gucken, ob das so ist. Genau, 24 Stunden Cooldown, dass ihr nicht den Server hier sprengt, aber das ist ja nun kein großes Hindernis, also das könnt ihr jederzeit einfach wieder zurücktauschen. Insofern, guckt, dass die Preise stimmen, guckt, dass nicht irgendwelche Specials in euren Game Packages drin sind. Wenn es ein ganz normales ist, dann let's go, testet's mal aus, hat für euch im Grunde genommen keinen Nachteil und ist auch wieder rückgängig zu machen bei Bedarf. Ja, und dann wünsche ich euch viel Spaß. Je nachdem, was ihr macht, ne, ist eure Entscheidung, Mustang Alpha oder Aurora. Schreibt doch mal in die Kommentare, welches Schiff euch besser gefällt und welches ihr jetzt habt oder ob ihr jetzt das Ganze mal austestet mit dem Tausch. Und wenn ihr es tauschen solltet, würde mich sehr interessieren, wie euer Feedback dann diesbezüglich ist. Also war das dann für euch die richtige Entscheidung oder sagt ihr, nee, ich habe es wieder zurückgetauscht aus dem und dem Grund. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Ich glaube, am Ende ist es wirklich vor allem Geschmackssache. Und damit würde ich sagen, danke fürs Zuschauen.
Zuschauen. Und dann sehen wir uns morgen im Let's Play mit der Mustang Alpha. Bis dahin und ciao. 65 degrees, last time I asked, I was down on my knees. The last time I heard you speak, you shot ice into my veins. I almost wish there would rain. Now your forecast calls for the sun go down on the moon.